So, Freunde, da sind wir zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir haben letzte Folge ja das Minental verlassen, haben uns mal mit Zardas hier auf den neuesten Stand gebracht. Und der meint, wir sollen dann einfach mal in die Stadt und damit Kommandant Garond sprechen. Nee, André. Kommandant André war das? Lord André? Ach, nee, Garond. Kommandant Garond war schon richtig, oder? Oder war der Typ im Minental? Ich bin vollkommen verwirrt. Ich bin raus. Da bin ich raus, Freunde, ne? Also, wir müssen auf jeden Fall in die Stadt mit dem typischen... Echt, Lord André? Na, ja, keine Ahnung, Freunde. Ist auch Latte. Auf jeden Fall müssen wir mit irgendeinem Typen da sprechen. Ne? Und dann müssen wir ins Kloster zu Pyroka. So, und was wir auch noch machen müssen... Wir müssen auch noch... Oh ja, komm, leck. Bitte. Bitte leck ein bisschen. Wir müssen dann auch noch... in die neue Welt. Ne? Und dort mal Raven besuchen. Das ist also quasi unser Punkt, unser Plan. Boah, also wir haben ein bisschen was zu tun und haben natürlich jetzt die ganzen Suchenden gegen uns. Da müssen wir jetzt mal ein bisschen aufpassen. Es könnten auch neue Viecher gespawnt sein, obwohl ich da eigentlich glaube, dass das nicht der Fall ist. Also jedenfalls nicht viele. Ich denke mal, erst im nächsten Kapitel werden da mehr dazukommen wieder. Jetzt, glaube ich, sind eher nur Suchende gespawnt. Aber wir lassen uns überraschen. Ja. Oder Waage sind gespawnt. So. Zwei Waage? Sollte denn jetzt kein Problem sein? Nee, nee. Nee, nee. Guckt euch das an, Freunde. Das ist ja gar nichts. Das war ja gar nichts. So, wir brauchen übrigens auch die Erfahrungspunkte. Ihr seht ja selbst, wenn wir hier mal Level aufsteigen wollen, dann ist das ja gleich erstmal irgendwie verbunden, dass wir irgendwie tausende Erfahrungspunkte brauchen. Irgendwie, was war das jetzt? 17.000 oder sowas? Das ist, ja, ne? Das ist mal das Geile, ne? Im Kopf hat man ja schon, ich guck mal, ob hier oben ein Bett ist. Im Kopf hat man ja schon die nächsten 100 Lernpunkte hat man ja schon ausgegeben. Problem ist, wird irgendwie komisch an gerade hier, aber ist egal. Problem ist, wenn jetzt, dass man jetzt irgendwie viel zu ewig braucht, um die ganzen Erfahrungspunkte zu bekommen. Ne? Also die Lernpunkte quasi. Das dauert immer ein bisschen länger jetzt, Freunde. So, wir schlafen bis zum nächsten Morgen, dann ist auch draußen irgendwie nicht dunkel oder irgendwie sowas. Vielleicht pistet auch gleich noch. Der passt noch so ein bisschen. Und wir müssen unbedingt mit der scheiß Rüstung aufpassen, Freunde, ne? Vor allem in Corines. Da kann ja nun wirklich hinter jeder Ecke ein Typ stehen, mit dem wir eigentlich quatschen sollen. Jetzt außer Suchenden, logischerweise. Bei Suchenden bin ich übrigens auch nicht ganz sicher, ob die einfach nur doof rumstehen oder ob sich manche auch bewegen. Logischerweise in einem bestimmten Algorithmus, aber dass manche auch mal so einen Weg zu 50 Meter hochlaufen und wieder zurücklaufen. Das heißt, wenn man hier mal kurz auf dem Weg stehen bleibt, ne, und dann irgendwas isst oder sowas und dann auf einmal von hinten einer kommt, Freunde, man da so einen Feuerball in den Arsch bekommt, ist ungünstig, ne, ist ungünstig. Aber wir haben ja gesehen, wir kommen ja mit Suchenden eigentlich relativ gut klar. So, jetzt ist zum Beispiel wieder der Punkt. Jetzt müssen wir eigentlich wieder die Rüstung ablegen. Weil sich ja, glaube ich, hinter der Ecke hier sofort dieser Schafhütte verbergen könnte. Ich kann auch immer die Piratenrüstung. Ich habe keine Ahnung, welche Rüstung wir eigentlich nehmen dürfen und welche nicht. Ne, hier müsste doch. Wie heißt denn der Typ hier eigentlich? Suchenden sehe ich jetzt übrigens hier nicht. Marlet, genau. Marlet, hast du ein paar Neuigkeiten? Ich meine, wir müssen jetzt eigentlich fast mit jedem Typen nochmal quatschen, ne? Gab es irgendwas Neues in den letzten Tagen? Geh doch einfach mal den Feldweg zur Stadt entlang. Wenn du einem Kerl mit einer schwarzen Kutte begegnest, dann weißt du, was es Neues gibt. Hm. Sind die schwarzen Männer schon bei dir gewesen? Ja, sie sind schon einige Tage hier. Wenn du mich fragst, kommen sie direkt aus der Hölle. Er ist nicht ganz richtig, aber fast. Wie geht's denn schon? Ja, er hat schon die gute Vorahnung, Freunde. Als ob dich das interessieren würde. Du hast ganz andere Probleme. Guck mal, der Quatsch von meinem Problem, ne? Sieht hier so ein Typ, so ein Suchenden, ne? Wo wir mit einer fetten Rüstung dastehen. Und er hat eine Sichel. Er hat eine Bauernkleid und eine Sichel. Und ich habe Probleme, Freunde. Alles meine klar, du. Probleme. Was weißt du denn schon davon? Du gehörst doch zur Stadtgarde, oder nicht? Dann unternimm doch endlich mal was gegen diese schwarzen Mistkerle. Du riskierst eine ganz schön dicke Lippe, Freundchen. Du kannst doch auch nur große Reden schwingen. Am besten du verschwindest wieder. Ey, sag mal, haben wir irgendwas falsch gemacht? Reg dich nicht so auf. Hau schon ab. Alter! Marlet, was ist denn da los? Jungs, ich sag ja, der Bug ist,
existent. Wisst ihr, warte mal, pass auf, wir reden mal gleich nochmal mit dir. Da du ja nicht anders haben willst, wir sollen also jetzt hier einen suchenden Platt machen. Da hinten, glaube ich, sehst du da einen im Gebüsch, Freunde. Guckt euch das an, ey. Hättet ihr den gesehen? Oder habt ihr den? Das ist, also mit dem Speicherpunkt, das ist echt der Hammer. So, was wir machen müssen, ist ganz nah ran. Also die zwei Feuerbälle machen ja mal gar keinen Schaden gegen uns. Das ist ja der Hammer. Vor allem, ihr müsst ja bedenken, ne? Also ich weiß nicht, ob der Feuerball Feuerschaden macht. Denke ich nicht. Ich denke mal, der wird Magieschaden machen, oder? Aber egal was von beiden, wir haben eigentlich keinen Schutz davor durch die Rüstung, ne? Wir haben nur Schutz vor Waffen und vor Pfeilen. Ihr könnt mich da übrigens gerne mal, ne, die üblichen Verdächtigen in den Kommentaren, könnt euch gerne mal darüber nochmal auslassen, ne, und wir sagen, nee, der macht vielleicht doch Waffenschaden oder es wird als Waffenschaden gerechnet oder als Pfeilschaden oder sowas. Sehr gerne. Ich würde halt einfach denken, dass das Ding Feuer ist, eher so Drachenfeuer. Ich denke, dass das Magieschaden ist. Ne, und, also jetzt hier Schutz vor Magie, Freunde, da sind wir bei null. Klar, ich meine, wir haben unglaublich viele Lebenspunkte, ne? Wir haben über 500 Lebenspunkte. Das ist schon nicht schlecht. So, Marlet, übrigens, nur mal so jetzt hier, ne? Wir haben jetzt hier den schwarzen Mann da platt gemacht. Rick, hau schon. Okay, vielleicht war es nicht der Einzige auf dem Weg, aber, hallo? Warum ist denn der so? Du, wir sind hier, ne? Wir sind doch hier irgendwie der Liebling von allen, dachte ich. Also jedenfalls haben wir versucht so zu spielen, ne? Sonst hätten wir auch Söldner werden können, Freunde. So, Lorbart. Hast du ein Problem mit uns? Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Kurze Zeit später ist meine Frau wieder todkrank geworden. Sie liegt die meiste Zeit im Bett. Das hatte sie schon öfter. Ich drehe hier noch durch. Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Müssen aufpassen, Freunde. Hier ist wo einer irgendwo. Das ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Ja, mich. Sorry, mich. Achso, wir dürfen es ja nicht sagen, ne? Sonst, Lorbart würde uns hundertprozentig ausliefern. Aber sowas von, Freunde. Warum unternimmst du nichts direkt gegen die schwarzen Männer? Ohne was dafür zu verlangen. Ich würde es gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie einen Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Puh, wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Echt, ey. Und die schöne Kleidung. Warum gehst du mit deiner Frau nicht zum Heiler? Dazu müssten wir zu Vatras in die Stadt gehen. Aber ich gehe hier keinen Meter von meinem Hof, solange hier so ein Chaos herrscht. Okay, Freunde. Also, wie machen wir natürlich, ne? Wir werden ja natürlich das Chaos mal in die Hand nehmen. Jetzt am Schopfe packen. Dazu muss ich aber wissen, wo hier... Hier soll irgendwo auf dem Hof einer sein. Ist da schon wieder einer im Gebüsch da hinten? Nee. Auf dem Hof soll einer sein. Ich würde eher denken, dass am Steinkreis einer ist. Ja, Küche wäre lustig. Hilda, wie geht's denn dir so? Mensch, schön, kann ich da vielleicht helfen? Vielleicht brauchst du auch nur eine schöne Massage. Geht's dir nicht gut? Ich helfe dir an, Freunde, ne? So ist nicht. Ich hab schon wieder dieses schreckliche Fieber. Ich müsste eigentlich zum Stadtteiler gehen, aber ich bin zu schwach. Jetzt ist Vatras schon der Stadtheiler, Freunde. Kann ich helfen? Hier, kann ich helfen. Kann ich helfen? Es wäre großartig, wenn du zu Vatras gehen könntest, um mir meine Medizin zu holen. Er weiß dann schon, was zu tun ist. Ich kann es nicht mehr. Okay, na gut. Komm, ne? Für Hilda machen wir alles. So. Immerhin hat ihn uns doch damals was zu essen gegeben, glaube ich. Die erste Frau, die uns was zu essen gegeben hat. Die uns angeguckt hat, als ob wir ein richtiger Mann wären. So. Also Vatras, genau. Hier, Lorbart hat erzählt, auf seinem Hof sind was. So, jetzt ist natürlich die Frage, was bezeichnet der alles als seinen Hof? Ja, ist ja bei den NPCs nicht ganz so sicher. Sozusagen, die denken ja wahrscheinlich, dass hier hinten nicht immer noch sein Hof ist. Also ich sehe hier auf jeden Fall schon mal keinen. So, am Steinkreis auch nicht. Hätte ich jetzt gedacht, dass da vielleicht einer wäre, ist aber nicht der Fall. Er meint ja auf dem Hof. Kann natürlich sein, dass die mal auf dem Hof waren und jetzt abgehauen sind. Dann würde es wirklich sein, dass einer in der Küche steht. Aber, also. Ne, das wäre schon echt ein bisschen komisch gewesen. Im Lagerhaus ist aber auch keiner, oder?
Die verstecken sich doch nicht im Lagerhaus. Hier steht doch den Suchender in der Wand und... Oder? Oh, Jungs. Ne? Guck mal links an die Tür. Also für mich gerade, für eine Millisekunde sah das so aus, als ob das ein Typ wäre. Weißt du so... Also jetzt auf der Schulterhöhe von uns, wenn du nach links los, sind diese schwarze Umkreis. Unten die Hose mit so einem Schuh, so weißt du, und daneben halt der Ärmel. Oder spinnig. Dabei war das einfach nur so ein komischer Tisch, Mann. Eieieiei, ich sehe schon die Spenster, vor allen Dingen die blöden Suhnen haben noch nicht mal was drauf. Also, im Normalfall haben die schon was drauf. Nur wir sind irgendwie zu stark. Der Aufstand von Ona wird noch schwere Folgen haben. Ja, ja, dumm ich auch. Du laberst immer noch was vom zweiten Kapitel, Junge. Komm mal mit ins dritte, ne? Und? Überall stehen diese schwarzen Mistkerle. Man sollte ihnen die Kapuzen in den Rachen stopfen. Was haben die Jungs denn eigentlich getan? Das ist auch die Frage, ne? Die stehen einfach nur blöde rum, haben halt eine andere Modetick, ne? Haben halt nicht bei H&M eingekauft, sondern, ne, haben sich mal was schneidern lassen. Und schon, weißt du, das ist der typische Pöbel, ne? Schon, ne, sind die irgendwie total scheiße drauf und werden hier irgendwie fertig gemacht, ne? Nur weil sie mal 3 Euro mehr ausgegeben haben für ihre Klamotten. Und weil sie einheitlich sind. Ne? Schuluniform quasi. So. Schade, ich dachte, wir hätten mal eine Chance, gar nichts abzubekommen. Aber dem ist wohl nicht so. So richtig Loot haben die auch nicht dabei, ne? Das ist mal so ein... Ey, hab überlegt, ob das einer war. Mann, ey. Also die sind schon, wenn du jetzt nicht die Bohnen in die Hand nimmst. Ich habe echt überlegt, was ist das hier? Ist das hier ein Schatten oder was ist das? Ne? Knappukinski, Freunde. Knappukinski, Alter. So, bevor wir in die Stadt gehen, wir müssen jetzt wieder aufpassen übrigens. Ne? Wir haben eine Banditenrüstung und sind in Reichweite der Stadt, da muss man echt super aufpassen, weil ich... Also vor allem bei Stadtwachen, ne? Weil die kannst du... Ah, manche Stadtwachen kannst du ja gar nicht... Ich glaube, die auch nicht, ne? Die kannst du in dem Kapitel auf jeden Fall noch nicht umbringen. Ist also schon mal... Ich wollte nur mal ernsthaft übrigens mal gucken, bevor ihr jetzt denkt, wo läufst du hin? Die Stadt ist woanders, ne? Oder Eingang der Stadt ist woanders. Ich will mal gucken, ob hier neue Viecher gespawnt sind. Also wenn sie in diesem Wald hier nämlich nicht gespawnt sind, dann glaube ich, dass die generell nicht gespawnt sind. Aber Stadtwachen sind ja teilweise immun, ne? Erstmal bis zum bestimmten Kapitel oder generell in dem Spiel. Also bis zum Ende hin. Und wenn du dich mit dem verscherzt, dann hast du halt einfach mal Pech gehabt. Also für mich sieht es so aus, ob hier nichts Neues. Nee. Jungs, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Also ich glaube, generell sind nur die Suchenden jetzt despawned. Ja, das war gut zu wissen. So, bedeutet für uns, wir laufen mal ein bisschen in die Nähe, müssen uns dann umbauen wieder, also wieder die Rüstung anziehen. Das muss man zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich eine Paladin-Rüstung hätten, müssten wir das nicht. Wir könnten natürlich auch mit Janstein einfach nur jetzt hier in Corinas mit der anderen, mit der Piratenrüstung zum Beispiel rumlaufen. Die ist ja an sich nicht viel schlechter. Ne? Aber sie ist halt schlechter. Von daher, gut, wenn den Suchenden wirklich, wenn es echt nichts ausmacht, wenn die Suchenden Magieschaden machen, dann macht das ja überhaupt nichts aus, welche Rüstung wir anziehen. Theoretisch haben wir da nicht sogar noch eine, die Schutz vor Magie macht. Ja, Ring des Wassers. Also von der Idee her, die Ring des Wassers Rüstung. Nur theoretisch dürfen wir ja die Rüstung eigentlich auch nicht in Stadtnähe anziehen, wenn ich das richtig formuliert habe. Ich weiß noch nicht mal, ob wir die Rüstung anziehen dürfen. Na, was soll's. Lass mich in Ruhe. Nicht? Mal so Hallo oder sowas. Wie sieht's aus? Alles ruhig. Hör mal, du hast jetzt Zugang zur Stadt. Aber das heißt nicht, dass du hier machen kannst, was... Wenn du dich nicht an die Regeln... Ja, Papi, also, ne? Das Gespräch hätten wir mal vor 2 Kapiteln haben dürfen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Ja, ich auch nicht, du meinst. Ich auch nicht. So, ich glaube, das Erste, was wir machen, ist erstmal zum Bossbar gehen. Und mal dickfett sagen hier, wir haben mindestens ein paar Wagfälle. Dino! Du musst mir helfen. Ich hab mir das schon gedacht. Ja. Was? Genau, was sind denn das für Klamotten, ja, mein Bruder? Zieh dir mal was richtig an. Die habe ich von einem Händler vor der Stadt gekauft. Ich weiß gar nicht. Die Wachen wollten mich zuerst nicht reinlassen. Ja, ich kenne das Problem von damals. Bist du noch jung? Ich muss mich unter die Nase reiben, wo ich herkomme. Stimmt auch wieder.
Sehe ich auch so. Genauso, wie du sagst. Aber auch wenn ich meine Schattenkluft abgelegt habe, bin ich immer noch der Alte. Und ich habe große Pläne mit dieser Stadt. Ich habe da meine eigene. Ah, Dio will mich Bürgermeister werden, Freunde. Und ab jetzt wird Gothic 2 von einem Rollenspiel zu einer Wirtschaftssimulation. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Deswegen wollte ich das auch so spielen. Also wenn wir jetzt Söldner gespielt hätten, hätten wir jetzt weiter irgendwie Leute aufs Maul gehauen. Jetzt geht es darum, dass wir jetzt in die Luftperspektive wechseln. Und Corinnes, die Stadt Corinnes ein bisschen verändern können. So ein bisschen die Häuser bauen können, vergrößern können, so ein bisschen SimCity-mäßig. Ab der nächste Folge geht's dann los. Ne? Viel Spaß. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Toll. Du musst mir mein Gold besorgen. Wo ist es denn? Haben wir ihm nicht? Was bekomme ich dafür? Ey. Also, welcher Gothic 2 Spieler, der Gothic 1 gespielt hat, klickt bitte, was bekomme ich dafür an? Freunde, das ist Diego. Ne? Habt ihr das? Ich werde dir helfen. Der gehört zur Familie, gut, Freunde. Pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zurzeit auf keinen Fall weg. Haben wir den nicht? Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen. Und mir den haben wir, glaube ich, Freunde. Alt easy. Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Ja, da waren wir, Freunde. Easy. Es ist ein einfachster Auftrag überhaupt. Schau dir deinen Kommentar. Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Na Mensch, na dann. Die anderen Beute sind ja, da war ja nie was drin. Wo hast du das ganze Gold her? Na, das ist die Frage, wo hast du das ganze Gold her? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich im Minental die Goldstücke unter den Nagel gerissen hat? Nichts war leichter, als ein paar Goldstücke auf die Seite zu bringen. Nur für den Fall, dass wir da nochmal rauskommen. Alle waren so scharf auf das Erz, dass sich keiner für Gold interessiert hat. Das ist eine schlimme Sache. Na, jetzt stimmt eigentlich, Freunde. Ich glaube, ich meine, doch, den eins habe ich das auch gemacht für euch. Da gab es so eine Truhe, da waren über 10.000 Gold oder so drin. Also theoretisch wären wir jetzt ein reicher Mann gewesen, nur 10.000 Gold. Wir hatten ja auch schon mal mehr. Ne? Wir geben ja auch Gold aus, Freunde, für die Rüstung. Das ist ja nicht feierlich. Wir dann nicht wissen, wie teuer die Perlenrüstung ist. Die gilt es zu begleichen. Dann steht deiner neuen Karriere nichts mehr im Wege. Als Stadtrat. Oder ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach. Das reicht mir schon. Nicht mehr helfen. Nicht versuchen, tun. Das hat er wirklich nicht verdient. Hier. Ich habe dein Gold gefunden. Easy, Freunde. Gut. Zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Ich kenne ihn. Ich weiß, wie er aussieht. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Toll. Das heißt, Dedo läuft erst los, wenn wir da oben gemacht haben. Ist das schon mal eine super, super Sache. So, können wir jetzt mal bitte bei Bossbar... Außerdem blute ich immer noch ohne Ende. Nur, ich habe jetzt keinen Bock, einen Heiltrank zu nehmen. Ich will lieber irgendwie pennen oder sowas. Bossbar, mein Duda. Wo hast du dich schon wieder so lange rum? Jetzt hör mal auf, hier rumzuheulen. Ja, bin ja dabei, mein Duda. Wie sieht's eigentlich aus in der Stadt? Was Neues? Hier gibt es nichts Neues. Okay. Dann ein paar Fälle, bitte. Ich habe hier ein... Keilerfälle. Wolfsfell, das ist gut. Nehmen wir mit. Fell von Wagen. 41 Zähle Wolfsfälle? Sind das. Ah, 29 das Wagfälle. Schattenläufers. Ist eine Menge wert. Haben wir auch ein paar, ne? Sieben Stück, Fell. Freunde. Das habe ich einem Troll über die Ohren gezogen. Das ist ein halbes Vermögen wert. Ich weiß. Gute Arbeit. 300, wenn du mehr hast, komm zu mir. So. Also wir haben uns auf jeden Fall ein bisschen Geld, Freunde. Ne? Wie viel Geld haben wir? 6.800. Jungs, wir sind wieder am Start. Dummerweise hat er irgendwie keine... was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das da? Na, was ist das denn? Den holen wir uns mal direkt hier. 1.000 wieder weg, Freunde. Scheiß drauf. Ey, wir holen uns aber auf jeden Fall diesen... den Gürtel, Freunde. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch für einen Gürtel eigentlich angelegt haben und so weiter, ne? Achso, mal ernst, das ist eine Sache. Wir brauchen keine Angstrunen. Achso, bei Bossbar will ich eigentlich gar nichts verkaufen. Obwohl er eigentlich ein cooler Typ ist, aber eigentlich eher nicht. Nee, warte.
Das tun wir dann auch noch so machen. So, wie gucken wir alles kurz? Hallo? Inventar? Genau. Was haben wir denn für ein... Ach, wir haben hier Schutz vor 7, Schutz vor Waffen und Pfeilen. Nicht der schlechteste Gürtel, Freunde. Den Milizgürtel, den kannst du ja auch total in die Tonne treten. Vor allem, wenn wir die Paladin-Rüstung haben. Aber, ey, Jungs, wir brauchen den Geschicklichkeitsgürtel. Die Frage ist halt, bringt uns der jetzt im Moment was oder eher nicht? Wir haben jetzt 150 Geschicklichkeit. Ich sag mal so. Nee, wir haben das... Ach so. Von mir erfährt keiner was. Und wir haben das da. Ich verstehe. Wir können nur abwarten. Die Sache ist halt die, Freunde. Wir können jetzt die beiden Ringe ablegen. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, ich hab's aber gewusst. Das ist der wichtigste daran. Und könnte jetzt nämlich... Das war doch schon vorher klar. Ja, das war's, ne? Ich glaube, die anderen Ringe sind alle für den Arsch. Genau. Und jetzt müssten wir eigentlich 160 geschickt haben. Sogar ein bisschen mehr. Perfekt. Und das bedeutet... Jungs und Mädels, wir dürfen, ich meine, den besten Boden im Spiel anlegen. Also den besten normalen Boden im Spiel, ne? Weiß nicht, ob es noch so diesen magischen Boden oder sowas gibt. Ich muss mal eine Sache ans Tuss gucken. Wir haben noch eine Goblinbeere, aber wir haben keine Dings mehr, ne? Wir haben hier kein Kronstück mehr. Dann müssen wir also irgendwo ein Kronstück besorgen, okay? Da können wir nämlich noch mal ein bisschen was machen. Jungs und Mädels, das ist der Boden. Sieht ein bisschen langweilig aus, wenn ich ehrlich bin. Er muss das ja besser wissen. Ne? Also, aber von der Theorie her muss der, oder sollte der richtig abgehen. Was wir auf jeden Fall brauchen, das seht ihr, da oben sind Pfeile, Freunde. Ohne Ende, 430, das ist nicht mehr viel. Gut! Wecker hat geklingelt. Ich würde sagen, wir melden uns dann, oder ich melde mich dann einfach bei euch dann mal morgen wieder, ne? Bis denne!